So, weiter geht's mit Lufia und zwar mit Stockwerk 55, ja. Hier finde ich einen super Stab. Ja, der bringt mir gar nichts. Aber mal schauen, was das hier für ein Gegner ist. Ach ja, der Steppenfuchs. So, nicht Wüstenfuchs, nicht Wüstenwolf, nicht Steppenwolf meine ich, sondern der Steppenfuchs. Haha. Ich hoffe, ja, die haben nicht viel drauf, sehe ich gerade. Das zieht allerhöchstens, ja, maximal 2 Lebenspunkte von mir ab. Wenn sie die richtigen Leute angreifen. So, Heilenergie. Nee, Heilenergie. Heilenergie. Ist ja geil. Ja, das hält mich nicht vollständig, aber schon sehr viel. Also, das ist schon sehr nützlich. Und was ist das hier für ein Gegner? Das sind diese Serfachos. Serfacho. Ich mag diesen Namen. Ich weiß nicht, weil der so blöd ist. Ich weiß nicht, ich kann das nichts mit nichts assoziieren. Assoziieren. So. So, nochmal, komm. Ihr seid sehr schwache Monster und ihr gebt mir aber, glaube ich, ganz schön viele Erfahrungspunkte. Deswegen lohnt es sich auch, gegen euch zu kämpfen. Serfacho. Hässliche Vögel, wie ich finde. Habe ich, glaube ich, mit Ibitax verglichen. Bei meinem Story Mode Gameplay. Walkthrough, Let's Play. Ja, komm. Ja, tschüss, Baso. Aber ist nicht so schlimm, ich nimm's dir nicht übel. Denn du bist ja eh nur zum Heilen da und du kommst ja bei jedem Kampf wieder. Zaubersirup. Okay, das ist ein Sargnagel. Haha, und ich greife zuerst an. Keine Chance für dich, Mr. Sargnagel. Ich bin dein Sargnagel sozusagen. Und das war's auch schon. Kraftsaft. Wow. Sehr großzügig. Für Haze. Warum für Haze? Weil er zurzeit am schwächsten ist, also neben Selan, aber dafür am schnellsten angreifen kann von den Männern. So, ja, ich weiß, hier komme ich nur da rein, also muss ich hier weiter runter. Da ist noch ein Serfacho und Abaddon. Ja, gut, diesen Zauber kann ich sowieso nicht benutzen, denn ich habe ja Atea nicht mitgenommen. Deswegen bringt mir das eigentlich gar nichts. Nein, es bringt mir nicht nur eigentlich gar nichts, es bringt mir einfach gar nichts. Okay, ziehen doch ein bisschen ab, aber wow, Würger. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Oha, oha. Hey, es kackt gleich ab, sehe ich. Oh, Regeneration. Was? Ja, es ist keiner tot, deswegen bringt das jetzt nicht sehr viel. Aber, wenn er gleich wieder Heilenergie benutzt, dann bin ich fast wieder komplett geheilt. So wie der Name halt sagt, Heilenergie. Hier ist auch noch eine Tür, wow. Sehr großes Stockwerk hier. Zur Runendegen, mal schauen, ob mir das weiterhelfen kann. Das kann doch nicht mal jemand tragen von denen. Wie seltsam ist das denn? Für wen? Ach, das ist dann wahrscheinlich für Atea. Immer diese blöde Atea. Ja, gut, okay. Dann sehen wir uns bei Stockwerk 60 wieder. Bis gleich. Hey Leute, ich habe Valor gefunden. Gerade in diesem Stockwerk und damit kann ich mich noch besser heilen und noch besser wiederbeleben. Ich werde wahrscheinlich. Oh, das sind vielleicht starke Gegner. Aber ich greife ja eh zuerst an, deswegen werde ich erstmal keinen Zauber benutzen. Ich habe vergessen, mich zu heilen. Ich bin blöd. Ah, gutes Kapselmonster. Gutes Kapselmonster. Ja, so lobe ich mir das. Ja, das dauert ganz schön lange, wenn ich jetzt hier irgendwie nichts Besonderes benutze. Ach, habe ich nicht irgendwie hier Drache, genau. Ja, das muss jetzt doch ein wenig schneller gehen. Komm, 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 komm.
Komm schon, komm schon, komm schon. Oh ja. Oh ja. So lobe ich mir das. Und nochmal. Du bist ein Traum, Basuk. Dafür hat sich das alles gelohnt, dass ich hier diese ganzen Heilakkus ertragen musste. Aber jetzt zahlt es sich aus, dass ich Basuk mitgenommen habe und gepusht habe, sozusagen. Okay. Das hätten wir gemeistert. Und diese Klötze oder Klötze geben viel Erfahrungspunkte, wenn sie nicht flüchten würden. Schon wieder einer. Ja, der wird auch flüchten, ja. Da kann ich nichts machen. Tut mir leid. Und Salamander, ja, die konnten doch Phönix benutzen, glaube ich. Zum Glück machen sie das nicht. Denn ich meine, das würde sogar ein bisschen mehr abziehen als die Normalattacke. Und vor allem würde es auf alle gehen. Deswegen bin ich schon froh, dass die so lieb sind und keine Zauber benutzen. Ja, macht weiter. Ich find's gut. Und nein, das war's noch nicht. Ja, Regeneration ist auch so eine Sache. Das brauche ich nicht. Okay. Denn ich werde nie mit einem toten Charakter einen Kampf bestreiten. Höchstens, wenn jemand im Kampf stirbt, dann könnte mir Regeneration was helfen. Aber so ist das eigentlich Quatsch. Totaler Blödsinn. So, schauen wir noch hier nach. Ja, ich habe geahnt, dass hier. Oh, nee. Oh, ich greife zuerst an. Ja, komm, benutzen wir die Sache, damit es ein bisschen schneller geht. Komm. Komm, 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 komm. Wieso sage ich immer komm, 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 komm bei diesen Gegnern? Wahrscheinlich, weil ich die ganze Zeit hoffe, dass sie auch kaputt gehen, denn ich habe keine Lust, dass sie jetzt irgendwie dann Terror benutzen oder was weiß ich. Oh ne, was war diese eine Attacke vom Camo-Juwel oder was war das? Nee, von Gordo, so meine ich. Ich glaube, das war Inferno. Inferno meine ich. Die können bestimmt Inferno. Ja. Und deswegen benutze ich jetzt wieder einmal die Sache. Oh ja. Und ja, sie gehen natürlich nicht sofort kaputt, aber zwei müsste ich eigentlich tot bekommen. Ja, blöd. Ich weiß noch gar nicht, ob Basuk den Angriffszauber erlernt hat. Der ist nämlich sehr, sehr stark. Kommt wahrscheinlich noch. Ja, Magma-Wirbel ist auch nicht gut. Ja, damit kann ich aber noch zufrieden sein. So. 32, 77, Heilenergie! Dafür lohnt es sich, weiterzukämpfen. Damit das Kapselmonster mich heilen kann. Das ist eine sehr gute Taktik, fällt mir gerade auf. Oh. Viel zu lange dauert dieser Kampf. Und jetzt ist aber auch Schluss. Mann, Magmastein habe ich bekommen. Aber ich glaube, der bringt mir sowieso nichts. Dann schauen wir noch kurz hier nach. Das sieht danach aus, ja, als ob hier nichts drin wäre. Und also kann ich weiter zur Treppe. Wo kommen wir denn dann hin? 65. 65. Ja, wir sehen uns bei 65 wieder.